Sie haben bestimmt schon mal versucht, bei sich im Möbelhaus den Verkaufsprozess zu verändern. Und in der Regel sind Sie damit gescheitert. Menschen verändern ihr Verhalten nicht gerne. Warum ist das so? Wir alle haben eine Komfortzone um uns. Das ist die Summe aller Situationen und allen Verhaltens, mit dem wir uns wohlfühlen. Und warum fühlen wir uns damit wohl? Weil wir es gut kennen. Das sind alles Sachen, die wir schon oft getan oder erlebt haben. Sobald wir aus der Komfortzone rausgehen oder auch an den Rand der Komfortzone gehen, kriegen wir Angst. Angst vor Neuem, Angst vor neuen Situationen, Angst vor anderem Verhalten. Denn wir alle wissen instinktiv, wenn wir uns anders verhalten, werden wir auch andere Resultate bekommen. Jetzt muss man wissen, dass Menschen genauso viel Angst wie vor einem Säbelzahntiger davor haben, sich zu blamieren oder in unangenehmer Weise aufzufallen. Das heißt, Verkäufer haben wirklich handfest Angst davor, statt kann ich Ihnen helfen, mit einem Eisbrecher zu kontaktieren und statt kann ich Ihnen helfen, zu sagen, herzlich willkommen bei Möbel sowieso, schön, dass Sie da sind, waren Sie denn schon mal bei uns, von wo sind Sie denn zu uns gekommen? Die haben Angst davor, weil sie sich denken, wie reagiert der Kunde? Wogegen, wenn sie sagen, kann ich Ihnen helfen und der Kunde sagt, nee, ich will nochmal schauen, dann sagt das Unterbewusstsein, ist alles gut, das hast du schon zigmal erlebt, das ist zwar jetzt nicht besonders günstig, diese Antwort und auch die Technik, es weiß jeder Möbelverkäufer, dass die Technik Blödsinn ist, aber es wird immer wieder gemacht, warum? Weil es in der Komfortzone ist. Wenn Menschen jetzt etwas verbessern wollen, nicht, damit sich das Ergebnis verbessert, muss sich was verändern. Es muss sich das Verhalten verändern. Und Veränderungen finden immer außerhalb der Komfortzone statt. Und wenn Menschen jetzt auf den Rand ihrer Komfortzone zusteuern, wir können das in unseren Trainings sehr gut beobachten, dann kommen sie an einen Punkt, den wir hier mit VPP abkürzen. Und VPP ist ein wissenschaftlicher Ausdruck und VPP steht für den Verpisserpunkt. Das klingt jetzt etwas krass, aber was Menschen tun, wenn sie etwas Unbequemes tun sollen, wenn sie an den Rand ihrer Komfortzone kommen, dann stocken sie und sagen irgendwann, ach nee, das wollen wir doch nicht und das ist nicht gut, das lassen wir und rennen wieder in ihre Komfortzone zurück. Das heißt, was wir tun müssen, ist Menschen aus ihrer Komfortzone rauszubegleiten und dafür zu sorgen, dass die damit positive Erfahrungen machen. Nein, denn wenn wir etwas tun, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, sobald wir damit schlechte Erfahrungen machen, ziehen wir uns sofort wieder in die Komfortzone zurück. Das heißt, Ihre Verkäufer, sobald Sie einmal gesagt haben, herzlich willkommen bei Möbel sowieso, von wo sind Sie zu uns gekommen und der Kunde bringt einen blöden Spruch, sagen die sofort, ah ja, das ist dieses neue Verhalten und das neue Verhalten ist doof und das funktioniert auch nicht und machen es wieder so bis jetzt, obwohl das auch nicht besonders gut funktioniert. Das heißt, was wir gut können und was wir auch mit den Führungskräften unserer Kunden immer wieder üben, ist, die Leute bei etwas Gutem zu erwischen, die Schritt für Schritt zu begleiten, jede Art von Verhaltensveränderung erstmal anerkennend zu begleiten, zu sagen, du, ich habe gesehen, du hast es versucht, ist erstmal egal, ob das geklappt hat, gut ist, dass du es versucht hast. Denn Sachen, die uns gute Gefühle machen, davon machen wir mehr. Sachen, die uns schlechte Gefühle machen, von denen halten wir uns fern. Das heißt, die Komfortzone, auch Sicherheitszone genannt, bestimmt darüber, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns nicht wohlfühlen. Man kann die Sicherheitszone ausweiten. Je mehr wir Sachen tun, die wir bis jetzt nicht getan haben, desto größer wird die Sicherheitszone. Aber wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen, für die wir verantwortlich sind, außerhalb der Sicherheitszone keine schlechten Erfahrungen machen, sonst ziehen sie sich wieder zurück und verweigern danach jede Kooperation. Also die Sicherheitszone bestimmt darüber, wie wir Verhalten verändern und ob wir Verhalten verändern und die Fähigkeit von Führungskräften, Mitarbeiter aus der Sicherheitszone rauszubegleiten, bestimmt darüber, ob solche Projekte wie zum Beispiel die Veränderung der Verkaufssystematik Erfolg haben oder von den Verkäufern boykottiert werden. Es liegt nie an den Verkäufern. Es liegt immer daran, wie diese Veränderung in die Verkäuferschaft getragen wurde. Und da sind wir mit unserem Programm führend. Wir verkaufen Verhaltensveränderungen. Wir verkaufen keine Trainings, sondern unsere Handelsware ist Verhaltensveränderung. Sie verkaufen Möbel, wir verkaufen Verhaltensveränderung. Wir sind wirklich gut darin, Menschen Schritt für Schritt aus der Komfortzone raus zu begleiten, hin zu besser funktionierendem Verhalten. Und wir haben es optimiert, auch die Führungskräfte so zu schulen, dass sie das danach selber können. Das Ziel aller unserer Programme ist, uns als Trainer überflüssig zu machen. Und wenn Sie bei uns das Durchsetzungsprogramm gemacht haben, ist es unser Qualitätsanspruch, dass Sie Ihre Verkäufer danach selber trainieren können, Sie neue Mitarbeiter selber einarbeiten können und uns gar nicht mehr brauchen. Das heißt, wir machen Führungskräfte zu Trainern und sorgen dafür, dass sie selber permanent ihren Verkaufsprozess weiterentwickeln können.